Liebe Mitglieder des Förderkreises zum Wiederaufbau der St. Marien-Andreas-Kirche und lieber Heinz Walter Knackwurz, ich freue mich sehr, hier zu sein und zu Ihnen sprechen zu dürfen. Und ich muss ganz kurz einen Einschub machen. Ich habe gestern meine Rede zum Haushalt im Deutschen Bundestag gehalten, zum Justizhaushalt. Das ist auch immer etwas Besonderes, dort am Plenum zu stehen. Aber ich durfte quasi noch nie auf einer Kanzel in einer Kirche sprechen. Von daher ist es auch, abgesehen davon, dass es natürlich sehr, sehr schön ist, meine Freude ist, zu Ihnen zu sprechen. Insofern auch ein sehr besonderer und ein Moment, von dem man vielleicht auch etwas Ehrfurcht hat, wenn wir ja sonst andere sprechen dürfen. Vielen Dank auch für Ihre Worte. Vielen Dank für die Einladung und zugleich freue ich mich auch als Mitglied des Fördervereins, Förderkreises, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Der Wiederaufbau der St. Marien-Andreas-Kirche ist ein großes Projekt, mit dem ich persönlich auch schon seit vielen Jahren quasi in ganz unterschiedlichen Funktionen betraut sein darf. Ich habe von 2018 bis 2020 bei der Bundestagsabgeordneten Dagmar Ziegler gearbeitet, der dafür eingesetzt hat, dass die Fördermittel auf Bundesebene für die Kirche eingestellt werden und dann auch zusammen mit Katja Boschmann, von der ich Sie sehr herzlich grüßen soll, dafür gesorgt hat, dass eben Land und Bund hier zusammen sagen, diese Kirche ist ein Denkmal von nationaler Bedeutung, bei der es sehr, sehr wichtig ist, dass wir zusammenarbeiten und sie eben entsprechend wieder aufkommen. Es ist ein historisches Bauwerk, das weit über die Bedeutung von Rathenow selbst hinausgeht. Das, wenn ich das auch in einer Kirche sagen darf, auch, ich glaube, weit über die Bedeutung einfach eines kirchlichen Hauses hinausgeht, sondern wirklich eine geistige Bedeutung hat. Eine Bedeutung hat, dass einerseits Symbol ist für die Bevölkerung von Rathenow selbst, aber auch weiter darüber hinaus, wie man gerade gesehen hat, wenn jemand aus Teneriffa ankommt oder Personen aus Kanada, Mitglieder des Fördervereins sind, wirklich Leute zusammenbringt, unterschiedlicher Glaubensrichtungen, unterschiedlicher Kulturen, im Geiste der Vielfalt, im Geiste des Gemeinwesens, im Geiste dessen, dass wir alle dafür verantwortlich sind, eine Gesellschaft zu schaffen, die eben entsprechend auch zusammenhält, um etwas für die Zukunft zu bewirken. Und für die Zukunft braucht man Historie, braucht man Vergangenheit, braucht man eben auch alte, wunderbare Bauten, wie es die der St. Marien-Andreas-Kirche ist, wo es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wo es Ausstellungen gibt, wo es Vorträge gibt, wo es Konzerte gibt, wo es natürlich auch wichtige kirchliche Veranstaltungen gibt, wo all das zusammenkommt, was uns als Gemeinschaft, was uns als Gesellschaft, was Rathenow als Stadt auch stark macht und was eben positiv dann von der Kirche aus und auch dann von der restaurierten Kirche aus in die Welt ausstrahlen kann. Und von daher freue ich mich umso mehr, eben heute das hier sagen zu können, aber mit Ihnen allen, dass wir das jetzt auch in die Tat umsetzen. Dieser Wiederaufbau hätte aber ohne Heinz Walter, oder wenn ich das sagen darf, wie wir meistens wirklich liebevoll sagen, ohne Knacki, nicht in die Tat umgesetzt werden können. Weil er sich im besten Sinne quasi dieser Aussage für nichts zu schade ist. Er ruft bei Bundestagsabgeordneten, bei Bundespräsidenten, bei Leuten auf Bundes-, Landes-, kommunaler Ebene an, egal bei wem, um eben diesen Wiederaufbau und das, was im Interesse des Fördervereins ist, um die Tat, in die Tat umzusetzen und hat damit eben entsprechend auch Erfolg. Es ist wirklich ein ganz beeindruckendes Engagement, was auf ganz vielen Ebenen angekommen ist und was auch einen mitreißenden und mitnehmenden Effekt hat, dieses Sprudeln voller Energie für eine Sache, eben gerade für die Kirche, für den Wiederaufbau, aber eben mit einer Energie, die auch darüber hinaus begeistert, ganz im Rahmen eben entsprechend dieser Sache. Von daher freue ich mich gerade
in dieser Zeit, in der wir ja sind, wo es viele Kräfte gibt, die die Gesellschaft auch spalten wollen, dass es hier ein Projekt gibt, eine Gemeinschaftsleistung von ganz, ganz vielen und insbesondere von Ihnen als Mitgliedern des Förderkreises gibt, was uns zusammenbringt, ein weiterer Ort, der zusammenbringen kann und der zum Austausch eingeht und eben dazu, dass es Risse, die es in der Gesellschaft gerade gibt, die es sicherlich auch, wir wissen, in der Stadtgesellschaft gibt, dass die vielleicht wieder zusammengeführt werden können, dass es einen weiteren Ort des Austausches gibt, denn ich denke, das ist das Wichtigste, was wir in der Gesellschaft brauchen, was wir in unserem demokratischen Rechtsstaat brauchen, was wir aber auch auf kommunaler Ebene eben im Gemeinsamen brauchen. Und Heinz Walter hat mich ja quasi im Vorfeld auch der Tagung heute etwas interviewt, sodass ich selbst etwas in meinem Lebenslauf graben musste und meine Taufe- und Konfirmationsurkunde begraben habe, auch Fotos tatsächlich. Meine Mutter hat bei uns auf dem Dachboden stundenlang gesucht und wir sind jetzt alle sehr, sehr froh, dass das alles wieder aufgetaucht ist. Und von daher möchte ich mein Grußwort beenden mit meinem Konfirmationsspruch, der mir sehr am Herzen liegt, der für mich auch, muss ich sagen, glaube ich, in meinem politischen Wirken mit weiterhin Auftrag ist. Das ist ein Bekannter aus Korinther 13,13, nun aber bleiben Glauben, Liebe, Hoffnung, diese drei, doch die Liebe ist die größte unter ihnen. Und ich glaube, dass das, was hier geschaffen wurde, was von dem Förderkreis insgesamt geschaffen wurde, was von Ihrem Vorsitzenden mit vielen weiteren zusammen geschaffen wurde, auch vielleicht, wenn man das sagen darf, ein Ausdruck eben entsprechend dieser Liebe ist, dass auch Hoffnung auch Liebe wird und dass das etwas ist, was noch etwas Größeres schaffen kann im Sinne von Korinther 13,13. Von daher vielen Dank, dass ich zu Ihnen sprechen durfte, dass ich hier heute sein darf. Und wenn ich das kurz sagen darf, entschuldigen Sie, wenn ich bald gehen muss, weil ich hoffe, heute im Sinne des Gemeinwesens und der Gemeinschaft und dem Wichtigen, was am nächsten Wochenende bevorsteht, noch viele weitere Menschen auch erreichen.